Der Oscar ist der bekannteste Filmpreis weltweit. Jedes Jahr verfolgen Millionen Leute das Geschehen der Preisverleihung live. Und dass es sich dabei wirklich um eine Live-Vorstellung handelt, beweisen folgende Zwischenfälle. Hier habe ich für euch die 10 verrücktesten Pannen bei den Oscars. Los geht's! 2017 wurde bei der Oscar-Verleihung La La Land zum Gewinner der Kategorie Bester Film ausgerufen. Kurz nach der Dankesrede wurde offiziell bekannt gegeben, dass eigentlich der Film Moonlight den Oscar gewonnen hat. Die Umschläge waren vertauscht worden und der Moderator hatte den Umschlag für die beste Hauptdarstellerin vorgelesen. Emma Stone eben für La La Land. Wie ihr euch natürlich alle noch bestens erinnern könnt, hat Chris Rock 2022 live auf der Bühne eine Ohrfeige von Will Smith bekommen. Am selben Abend bekam Will Smith übrigens noch den Oscar für den besten Hauptdarsteller überreicht und musste der Veranstaltung 2023 aufgrund des Eklats fernbleiben. 2003 erhielt Michael Moore den Oscar für den besten Dokumentarfilm, Bowling for Columbine. Seine Redezeit nutzte er, um den amtierenden Präsidenten George W. Bush scharf für den Irakkrieg zu kritisieren. Besonders die Worte Shame on you, Mr. Bush, raunten mehrere Wochen durch die Weltpresse. Ebenfalls 2003 blieb Eminem der Veranstaltung fern, da er sich weigerte, eine abgemilderte Version seines Gewinnersongs Lose Yourself zu performen. Bei der Verleihung 2010 wurde Music by Prudence als bester Dokumentar-Kurzfilm ausgezeichnet. Gerade als der Regisseur Roger Ross Williams mit seiner Dankesrede ansetzte, stürmte Eleanor Burkett auf die Bühne und riss das Mikrofon an sich. Sie verkündete daraufhin, dass die ursprüngliche Idee des Films von ihr stammte. Jedoch sei sie aufgrund von persönlichen Differenzen von dem Projekt ausgeschlossen worden. Bei der Preisverleihung 1986 verstarb die Schauspielerin Sarah Cunningham tragischerweise während der Show. Sie erlitt in der Lobby einen Asthmaanfall, der ihr letztlich das Leben kostete. Mehrere Schauspieler lehnten die Annahme des Oscars aus unterschiedlichen Gründen ab. Der bekannteste Fall ist wahrscheinlich der von Marlon Brando, der sich 1973 weigerte, den Oscar für die beste Hauptrolle in Der Pate entgegenzunehmen. Aus Solidarität zu den amerikanischen Ureinwohnern schickte er Sachin Littlefeather zu der Preisverleihung, die in einer vorbereiteten Rede auf die Missstände und die Unterdrückung der Bürgerrechte der Native Americans aufmerksam machte. 1974 rannte ein Flitzer während der Rede für Elizabeth Taylor nackt über die Bühne und zeigte dabei das Peace-Zeichen. 1962 gelang es dem New Yorker Taxifahrer Stan Berman, auf die Bühne der Preisverleihung zu gelangen und einen selbstgemachten Oscar für den Moderator Bob Hope zu präsentieren. Und zu guter Letzt, 1938 wurde live vor den Zuschauern eine der Preisstatuen gestohlen. Die Schauspielerin Alice Brady gewann in der Kategorie Beste Nebendarstellerin, konnte den Preis aber aufgrund eines gebrochenen Fußes nicht entgegennehmen und war auch gar nicht auf der Verleihung. Ein Betrüger schaffte es, unter Vorbehalt falscher Tatsachen auf die Bühne zu kommen und den Preis entgegenzunehmen. Bis heute konnte der Mann nicht ermittelt werden. Wenn ihr euch interessiert, wie die Oscars eigentlich gewählt werden, schaut doch gerne mal in dieses Video. Und falls ihr Bock habt auf Filme, die einen Oscar gewonnen haben, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt, klickt doch gerne mal hier. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!